Jerome Boateng räumt weiterhin Preise ab. Champions League-Sieger, Weltmeister, mehrfacher deutscher Meister, frischgebackener Fußballer des Jahres und jetzt der Preis für Toleranz, und zwar der Stadt Berlin. Bei der Verleihung in der Hauptstadt sagte der regierende Bürgermeister Michael Müller, SPD, Boatengs Erfolg hat ihn nie vergessen lassen, wo er aufgewachsen ist. Immer wieder engagiert sich Boateng für soziale Projekte mit Kindern und Jugendlichen. Mehr Sportnews gibt's auf joyce.de.